Und zwar habe ich mir jetzt EV Mega Boards gegönnt, 2 Stück Single Boards jeweils. Und bin also wirklich absolut zufrieden damit. Ich hatte da das Problem, dass mit einem MMDVM Hotspot es nicht möglich war, vernünftig Betrieb mit beiden Geräten zu machen. Also mit dem FT7 V-Mode geht da ohne irgendwelche Probleme. Braucht da nicht justieren oder so. Du steckst das einfach einmal an und es funktioniert. Und beide Geräte laufen mit einem BR von 0 bis 01. Also das ist der Hammer. Also von den Dingen bin ich total überzeugt, jetzt von diesem TV-Mega-Board. Und ja, jetzt habe ich mittlerweile 8 Hotspots hier. Die vermehren sich wie die Kanicke. Weg zu dir. Ja, lass mal überlegen, wie viel habe ich denn am Laufen? Zu Hause, einen für DMR und einen für C4. Dann habe ich noch einen für NXDN laufen und ein Dubnet. Sind auch schon 4. Ja. Dann habe ich einen für Portable und Multi, 5, 1 und 6. Und dann habe ich noch einen für DMR, das sind 7. Also ich liege auch nicht weit von weg, ne? Ja. Und im Moment bin ich jetzt schon wieder einen am Zurechtstrecken.